Sendung von Matthias von Schramm. Mein Name ist Matthias von Schramm und ja, wir sind schon ganz weit mit dem Projekt Alternatives Fotografisches Solo, nämlich wir sind schon bei Folge 56, heute im Mai, am 16. Mai des Jahres 2011. Drinnen ist ganz anders, heißt das Bild von Enzio Andreev. Was sehen wir? Es gibt ja diese neue Abteilung oder so, noch nicht ganz so neu, vom Agora Dingsbums in der Foto-Community. Da geht es immer so los. Was sehen wir? Ja. Was gefällt mir? Was gefällt mir nicht? Und dann löst sich dieser Block in Wohlgefallen auf. Keiner kann Ernsthaftigkeit aushalten und oder wenige. Und dann entsteht immer so eine Eigendynamik von Blödsinn. Und dann irgendwelche Märchen und irgendwelche Geschichten über irgendwas geschrieben, die mit dem Bild auch nur ganz bedingt etwas zu tun haben. Kommen wir zu etwas anderem, nämlich dem Bild von Enzio Andreev in der 56. Folge des alternativen fotografischen Solo. Das Bild heißt Drinnen ist ganz anders 2, oder? Wir sehen, was sehen wir? Es gibt übrigens diese Abteilung, also diese Sektion in der Foto-Community Agora, aber wollen wir das nicht ausführen. Hier würde ich sagen, kann man von einem mehrgliedrigen, mehrstufigen Sichtfenster in einem fast quadratischen Bild. Oder ist es sogar quadratisch, müsste man ausmessen. Ja, wo macht man das denn jetzt? Mal gucken. Es ist quadratisch. Es ist sogar quadratisch, ja. In einem quadratischen Bild sehen. Was sehen wir? Diese Frage beschäftigt mich. Sehr viel Laub an einem Baum hängt da. Und verschiedene Farben, die sich drüber legen, eine Überlagerung, wie Plaquebakterien oder wie eine Fahne, die im Winde ist. Drinnen ist ganz anders. Man könnte mutmaßen, man hat durch eine Scheibe geschaut und sieht draußen die Welt, den Baum und drinnen die Farben. Das Orange einer sozialen Einrichtung zum Beispiel, einer Praxis oder diesen Ort, wo, wie nennt sich das, wo die jungen Frauen hinkommen, um sich die kleinen Kinder, um noch abzuwarten, ob sie Kinder bekommen wollen. Wir sehen auch so etwas wie eine Fahne, wie eine Flagge, ja, rechts. Schwarz, Rot, Gold ist es nicht, aber es ist auch keine andere Kombination, die ich kennen würde. Gelbe, orange, grüne und links bräunliche Elemente. Hineingebaut in dieses Quadrat. Wenn ich das übertragen würde auf eine Grafik,
Ja, also nur Grafik vom Foto weg. Dann würde ich sagen, wunderschön. Und auch so kann ich sagen, sehr schön. Drinnen ist ganz anders 2 von Enzio Andreev. Schickt mir Fotos und tschüss.